Willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Nova im schönen Spiel Star Trek Online. Wir sind abberufen worden von Riser. Wir hatten noch ein paar Stunden Urlaub. Ich und Ready Blue und Talan. Hallo ihr beiden. Hallo Dennis. Hallo. Und wir mussten jetzt aber schnell zur Sternbasis 24, denn hier gibt's offensichtlich Ärger. Und es scheint so, die Crew sollte sich eigentlich noch ein paar Wochen auf die neuen Schiffe einstellen und mit ihnen üben, aber ja, die Zeit wird uns wohl nicht gelassen. Bei Notfällen muss man eben schnell eingreifen, da kann man sich nichts aussuchen. Was ist denn hier überhaupt los? Wer greift uns denn an? Wer traut sich sowas? Die Klingonen, Die zumindest laut Klingonen? Beschreibung. Ach du Scheiße. Okay, ran an die Klingonen. Ich folge mal Talan. Dann geht schon Und ordentlich los hier. hier ist richtig was los, ja. Oh Mann. Okay. Action. Ich schnapp mir mal den Bird of Prey da vorne. Wobei das momentan nicht so gut läuft hier. Ja gut, dann doch lieber auf den Jäger, dem bin ich eher gewachsen. Ich habe schließlich nur ein Forschungsschiff. Aber ich habe neue Fähigkeiten freigeschaltet, die ich jetzt mal zum Einsatz bringen muss. Muss ich aber erstmal schauen, was die können. Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht aus dem Kopf. Ich habe neue Fähigkeiten, von denen ich gar nicht weiß, was sie sind. Ich weiß, frag mich, wie ich die gelernt habe. Ich habe hier irgendwas gelernt, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Das Okay, ist was? gut. Langsam Traktorstrahl. Ach so, ja, gut, was ein Traktorstrahl ist, weiß ich. Und dann habe ich jetzt ja noch einen zweiten Wissenschaftsoffizier. Der kann auch ganz tolle Sachen, hoffe ich zumindest. Müssen wir mal schauen, ob der ganz tolle Sachen kann. Oder ob ich mir das nur gewünscht habe. Was kann der denn? Schildreparatur. Okay, ja, Schildreparatur ist ja ganz, ganz nett. Kann man immer gebrauchen, sowas. Habt ihr eigentlich auch neue Offiziere und neue Fähigkeiten? Möchtet ihr davon Ja. berichten? Erzähl doch mal, Talan. Ich habe jetzt das Technikteam 2 Wow. und als Kreuzer kann ich bestimmte Befehle aussenden. Zum Beispiel, was haben wir denn hier? Die Waffensystemeffizienz habe ich gerade ausgesendet. Die wirkt sich auf 20 Verbündete in meinem Umkreis aus und dann 20. Wow. kostet das Feuern von Energiewaffen weniger Energie. Nett, nett, würde ich mal sagen. So, neue Feinde sind aufgetaucht. Dann mal los. Was die Klingonen hier genau wollen, wissen wir aber auch noch nicht, oder? Habe ich da einfach Wahrscheinlich nur die nicht. Sternbasis hinten zerstören. Ist die Und denn ich rede strategisch so gerade etwas wertvoll? weniger. Haha. danke für den Hinweis. Ja, ne? Gut, dass wir das auch erfahren haben, dass du Ja, das jetzt so da machst. ich den Hauptschaden machen muss, weil ich glaube ich der einzige Kämpfer bin, Ach, weil hältst ich du dich davon. jetzt für so toll, oder was? Ja, von den Schiffsklassen, die ich sehe, stimmt das sogar, dass ich der bin, der am meisten Schaden austeilen kann Ich habe noch gar nicht aktuell. geguckt, wer hier noch mit uns zusammen dem Notruf Ja, gefolgt ich ist. glaube, ich bin der einzige Taktiker in einer geilen Sache. Das kann sogar sein, ja. Ja. Finde ich jetzt so semi-cool. Zwei wären viel cooler, egal, passt schon. Naja, man kann sich ja bei so einem Notruf jetzt auch nicht unbedingt direkt aussuchen, wer da als erstes respondet. Das Also, möchte ich. Ach, nein, Quatsch. also wir haben große Probleme, ja. Die Klingonen zerstören uns gerade die Raumstation, aber wir hätten gerne nur, dass Schiff A, B, F und G kommen. Alle anderen Ja, dürfen wegbleiben. genau. Okay. So stelle ich mir das vor. Wie So, sieht's ich bei halte dir mal aus? den. Bei mir sieht's sehr gut aus. Ich habe hier schon zwei Birds of Prey zerstört Hab und die der dritte Hauptflotte gefunden. muss jetzt dran glauben. Ja, ich kann mich jetzt nicht mit der Hauptflotte beschäftigen. Ich habe hier kleine schwache Bird of Preys, die ich besiegen muss. Okay. Sehr schön. Okay, aber Wo ist denn die achso, Hauptflotte? ja, meine Fähigkeiten kann ich gleich kurz auch erklären. Ich habe ja auch Erzähl ein doch mal. bisschen umgebaut. Wenn ich nicht von 5 Schiffen angegriffen werden kann. Sondern nur noch von 4. Ja, genau. Vor allem sind das Schlachtkreuzer und so. Ich bin irgendwie. Das ist dann vielleicht Und eine gefährlicher. Dreadnought, eine Dreadnought! Oh nein. Okay, ja, also erstmal habe ich jetzt ein deutlich kleineres Schiff, was Klein. aber mehr Waffen tragen kann in den Ich aber vorderen auch. Reihen. Ich glaube, wir alle, Ja, oder? ich habe mich komplett umgerüstet. Ich habe nur noch Kanonen, keine Laser mehr. Okay. Und habe dazu auch passende Fähigkeiten, wie das Taktik-Team 1, was meinen Waffenschaden einfach mal eben erhöht. Und feindliche Enterkommandos auf mein Schiff vernichtet oder und taktische Debuffs auf mein Schiff
Vernichtet. Entfernt. Ja. Entfernt. So könnte man. Wäre das Wort gewesen. Geht aber, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig. Ja, auch Verbündeten auch. Also ich kann auch einen Verbündeten damit unterstützen. Ich finde gerade die neue super Schildheilungsfähigkeit, die ich habe durch meinen neuen Offizier, finde ich sehr praktisch. Dann habe ich taktisches Kanonenschnellfeuer 1, das mal eben die Kanonenschnellfeuerrate so extrem erhöht, dass man eigentlich von Maschinengewehr reden kann, als noch von Kanonen. Aber nicht. Nice. Und ich gehe gleich down. Und ich habe Angriffsmuster Alpha, was nochmal alle meine Waffen verstärkt. Ah, okay. Also du bist jetzt wirklich auf voll auf mehr Action gegangen, sozusagen. Ja. Von Taktik kann keine Rede sein. Einfach fett draufballern. Einfach alles töten. Einfach alles töten. Das ist die richtige Einstellung für einen Sternenflottenoffizier. Langsam glaube ich, dass dein mir unbekanntes Alien-Volk ein bisschen blutrünstiger ist, als ich das vorher dachte. Naja, es ist ja das Schlimme mit Vorurteilen. Wenn man das Volk nicht kennt, dann kann man auch keine Vorurteile haben. Das heißt, bisher hatte ich keine zu deinem Volk. Jetzt fängt es langsam an, in mir zu arbeiten. Und was Vorurteile angeht, ist Nova Sterling eine der besten. Das kannst du mir glauben. Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. So, der Dreadnought ist untergegangen. Der hat es nicht geschafft. Gegen uns, unsere geballte Feuerkraft eines. Ach so, Moment mal, jetzt weißt du, warum ich so schnell gestorben bin. Ich bin auch so doof. Was hast du denn gemacht? Ja, also ja, die aber Energieverteilung falsch eingestellt. Ah, das Sterling-Manöver. Das Sterling-Manöver. Den Tod vortäuschen, nur um dann mit voller Energie wieder aufzutauchen, 12 Sekunden später. Wir haben den Vormarsch der Klingonen vorerst gebremst, aber Verstärkung ist im Anmarsch, Captain. In der Nähe der Sternbasis hat sich soeben ein Trupp klingonischer Schlachtschiffe enttarnt. Es gibt wohl noch eine Menge zu tun. Naja, dann arbeiten. Lass uns mal was für unser Geld, was wir nicht verdienen, tun. Für die Ehre, für die Weiterentwicklung der Menschheit. Lass uns diese blöden Klingonen töten. Ja, ich werde mich mal wieder dem Dreadnought widmen. Der ist so schön nah an mich rangeflogen. Dein Problem. Tschüss. Für jeden, den ihr abschießt, gebe ich nachher ein Glas. Ich wollte gerade sagen, eine Flasche, aber ein Glas romulanisches Ale aus. Machen wir jetzt ein sportliches Ereignis draus. Naja, es sind Klingonen. Klingonen klatschen, das ist ein guter Sport der alten Zeit. Das ist so 22nd Century. Aber egal. Aber da kann man dir kommen. Okay, 23rd. Oh, Randa. Bird of Prey. Es sind aber echt viele Klingonen. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Wie viele Schiffe haben wir hier nur? Das ist etwas weniger. Oh Gott. Also weniger wird's nicht, das kann ich hier versprechen. Das macht mir gerade auch so ein bisschen Sorgen. Ich dachte schon, neulich mein spontaner Kampf gegen die Borg war beeindruckend. Aber das hier ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, meine Kuh ist gerade draufgegangen. Das ist auch geil. Und wer steuert jetzt das Schiff? Wer fliegt dieses Schiff? Stevie Wonder? Ja, du natürlich. Der Captain. Ja, ich jetzt, alleine, ne? Ich jetzt machst du am Steuer, mach alles solo. Jetzt machst du Riker-Style der Aufstand, ne? Jetzt fährst du den Steuerknüppel aus, den manuellen, und dann geht's los. Den etwas albernen Joystick, und dann steuerst du das Ding durch alle Gefahren. Das okay, ich komme zurück. Ich musste gerade eine taktische Pause einlegen, um mich zu reparieren. Ja. Es war aber nicht das Sterling-Manöver, ne? Ich wollte schon sagen, darauf habe ich nämlich immer noch ein Copyright. Ja. So. Da hinten sind die nächsten. Denen saugen wir erstmal die Schilder ab, wie sich das gehört. Für einen echten Wissenschaftsoffizier. Weiß ja, ich bin ja Wissenschaftler geworden, damit ich Leuten die Schilder absaugen kann. Ah, Mann. Okay, Raybu, ich bin gerade bei dir. Was kommt als nächstes? Ja! Bird of Prey geknackt. Das war dann mein fünfter. Sehr schön. Ah, ich repariere mal dein Schiff. Sag jetzt bloß, ich habe diese eine Flanke alleine gehalten. Ah ne, Talan ist bei mir. Oh, ja. Danke dir. Naja, also fast alleine. Also ein bisschen Anerkennung wäre schon dankbar, ne? Ja. Ich hab Danke gesagt. Ja. Ich hab lieb Danke gesagt. Ja, du bist da immer, du bist du.
Ja, ich bin ganz... Ja, dankeschön. Das nehme ich als Kompliment. Das haben sie mir damals im Dorf auch immer gesagt. Und das fand ich immer... Ich dachte immer, das wäre nett gemeint. Langsam überdenke ich das. Ich glaube, meine gesamte Jugend war eine Lüge. Okay, Feuer frei. Und auf das Kriegsschiff. Ja. So, ich konzentriere mein Feuer mal auf das, auf die Schiffe, auf die ihr auch feuert. Kriegen wir die gemeinsam weg. Traktorstrahl aktivieren. Oh, danke. Der damit der nicht wegfliegen kann. Ja, ja. Wird schon. So. Und jetzt holen wir ihn uns von hinten. Tschüss. Sag mal, die Klingonen scheinen aber wirklich ernsthaftes Interesse an dieser Raumstation zu haben. Weiß nicht. Macht mir ein bisschen Sorgen. Nur die ganze Flotte so ungefähr. Ja, so, oder? Es ist eine komplette Sektorflotte, die hier angerückt ist. Meine Güte. Oh shit. Oh shit. Zu nah dran. Zu nah dran. Weg, weg. Wir sind in einem Kampf gegen Klingonen, da kann man doch gar nicht zu nah dran sein. Doch, indem man die tödliche Nähe hat. Ach so, die. Oh, da kommt noch eine. Oh Mann. Ja, ich bin aber auch zu nah dran. Ah, nein. Shit, 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 shit. Es wird Zeit für das Starting-Manöver. Oh, gleichzeitig, also wirklich. Ja, das ist übrigens die neueste Version des Manövers, sie einfach synchron mit den Verbündeten zusammenzumachen. Das verwirrt die Gegner nämlich noch mehr. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir gerade hier überrannt werden, so ein bisschen, was da an Schiffen auftaucht. Das ja, ist ja das sollten wir noch hinkriegen. Sollten wir vielleicht Verstärkung von der Sternflotte anfordern? Oder kommt, ich wäre ja auch noch da, haben die Herrschaften mich etwa vergessen? Ich frage nochmal, sollten wir uns ernsthafte Verstärkung von der Sternflotte besorgen? okay, ich flieg mal nicht so schnell rein vielleicht. So unklug. Gibt's hier irgendwie kleinere Schiffe, mit denen ich mich anlegen kann? Hier so Jäger, genau, das sieht doch gut aus. Die Bird of Phrase. Ja, sowas halt. Mit dem komme ich klar. Mit so einem, ich habe mich eben mit so einem Kriegsschiff angelegt alleine. Das war irgendwie unklug. Also wenn wir unser Feuer wenigstens ordentlich konzentrieren, dann passt das ja auch. Aber naja. Ich zerstöre Solo Dreadnoughts, also von da. Naja. Aber dafür bin ich ja auch da. Das ist ja meine Aufgabe. Das ist dein Sinn und Zweck im Leben. Glaube ich aber auch. So, ja, wir arbeiten uns langsam ein bisschen vor, das ist ganz gut. Ich dachte gerade, ich hätte in der Ferne einen Borg-Fugus gesehen, das würde uns ja gerade noch fehlen. Uns gerade noch gefehlt. Ja. Naja, wenn die würden das ja einfach ausnutzen, wenn im Alpha-Quadranten hier Beef oh, ist shit. Zwischen den die vorherrschenden Mächten. Beide assimilieren, Klingonen und Föderation. Denen ist das ja egal. Völlig egal, ja. Deswegen habe ich gerade für einen kurzen Moment gestutzt, aber es war, glaube ich, nur eine Fata Morgana. Diese berühmten Weltraum-Fata Morganas, die durch zu große Hitze-Einstrahlung auf den Kopf entstehen. Naja. So, da hinten ist noch ein Raptor-Escort-Schiff, die sind auch nicht so schwer, die kriege ich auch gerade noch hin. Kann es sein, dass sie die Waffeneffekte verbessert haben? Zumindest kommt mir das so vor. Pff, weiß ich nicht, ich finde, sie sehen immer noch schön spratzig und bunt aus, wie vorher. Schön bunt. Ja, ist bunt, so wie ich es mag. Okay, ich baller jetzt irgendwie schon seit 2 Minuten auf ein Raptor-Escort-Schiff, also ganz so toll bin ich dann wohl doch nicht. Ich habe ein bisschen Schildprobleme. Hä, wo ist denn mein Raptor hin? Oh, ich muss kurz auch mich zurückziehen. Cool ist ja, die Hauptschlacht kommt. Was? Woher willst du das wissen? Hast du denn spezielle Sternflotteninformationen? Ah, okay. Hast du die endlich mal die Berichte durchgelesen vom Sternflottengeheimdienst? Ja. Ah, sehr gut. Nein, Quatsch, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts. Weiß nichts. Nix von gar nichts. Ich muss mal ganz kurz die Einstellung meines Schiffes ein wenig verändern. Das ist so. Meine Einstellung halt. Immer alles schlimmer malen, als es ist.
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Einstellung. Da ist man zumindest auf das Schlimmste vorbereitet. Ja. Aber es kann einem natürlich auch ein wenig den Mut rauben. Oh, ich bin noch zu weit weg. Da ich den Mut für uns alle habe, ist das ja zu viel. Das sagst du. Wunderbar heroisch, René Blum. Mhm. Wunderbar heroisch. Ja, ich bin halt der Typ, der immer reinfliegt. Das solltet ihr langsam wissen. Erst mit dem Kopf durch die Wand. Und dann... Ja, und warum sind dann Erik und ich die, die uns häufiger mal zurückziehen müssen aus dem Kampf? Offensichtlich. Ja, weil ich halt sterbe. Achso. Gut. Nein, Quatsch. Dann haben wir das ja geklärt, die taktischen Unterschiede zwischen unseren Führungspersönlichkeiten. Weil ich einfach so schnell feuere aktuell, dass ich auch alle Schiffe down kriege, die mir im Weg sind. Ach, wenn das doch bloß stimmen würde. Das stimmt ja leider sogar. Ich weiß gar nicht, wo ihr überhaupt seid. Ach, da unten. Nee, das ja, sind andere. Ich wage mich nicht in diese Hauptstreitmacht da in der Mitte rein, weil ich da so viel. Ja, siehst du, ich bin direkt in dieser Hauptstreitmacht. Also was möchtest du? Ich möchte, dass du nicht stirbst. Das wäre schön. Jetzt nicht um deinetwillen, aber um deiner Crew willen. Oh, ich habe einen Missionspunkt erhalten. Das ist aber schön. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist etwas Angenehmes. Mir wird gesagt, dass jetzt die Sternenflotte übernimmt. Ist das okay so? Sollen wir uns auch zurückziehen? Boah, jetzt bin ich kurz vor Level Up. Ein Strich. Na gut, dann schieß doch noch auf den letzten Feind da hinten. Vielleicht. Naja, ein Balken fehlt mir nur. Von allen Balken. Also es hat alle Balken gefüllt bis auf einen. Aber verstehe ich das richtig? Die Sternflotte übernimmt jetzt. Wir könnten uns jetzt theoretisch zurückziehen. Ja, genau, theoretisch, ja, aber hier sind noch mehr Gegner. Ja gut, dann können wir die auch einfach noch mitnehmen, wenn wir gerade schon dabei sind. Ich hoffe, dass das reicht. Ich bin ja, du wolltest doch ein sportliches Ereignis draus machen. Also das bitte. Stimmt. Dann werde ich mich jetzt auch nicht vordrücken. Das war jetzt der 7. Bird of Prey. Ja. Okay. Jawohl, mein. Okay. Da ist auch noch einer. Das waren sie aber, oder? Sehe ich das richtig? Nein, da oben ist noch einer. Ach, da hinten. Ach, nur so ein Escort-Schiff. Boah, du feuerst ja echt ganz schön schnell. Meine Güte, ich guck grad mal hin, was du da machst. Ready Blue, das ist ja stark. Ratter, 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 zack. Das ist ja wie im Zweiten Weltkrieg. Nicht schlecht. Ja, das war offensichtlich, würde ich sagen, diese Schlacht um Sternbasis 24. Oh Mann, die Sternbasis 24 sieht aber nicht mehr so gut aus. Ja, da müssen wir jetzt einiges an Material und Zeit reinstecken, damit die wieder nach oben kommt. Tut mir ein bisschen leid für die Leute, die hier gearbeitet haben und gelebt und gestorben sind wahrscheinlich. Boah, da fehlt ja ein ganzes Stück ist da rausgeschnitten. Ey. Wirkt fast nicht so, als hätten die Klingonen das gemacht, ne? So ein bisschen. Kann man da näher ran? Man weiß es nicht, vielleicht steckt da ja sogar noch mehr dahinter. Ich guck mal jetzt. Ja. Boah. Da fehlt ein bisschen was, würde ich mal sagen. Oh, man kann sogar durchfliegen. Ach, wie cool ist das denn? Da sind Menschen gestorben, Ready Blue. Und du, das ist ja cool, man kann da durchfliegen durch das Loch in der Wand. Du, das ist ja. Oh Gott. Das ist alles cool. Ich will doch nur mal winken. Hallo! Da ist niemand mehr. Das ist ja der bist Witz. Du mal kaum. So, ich muss jetzt die Karte verlassen. Ja, bin ich deiner Meinung. Ach, gerade noch so der Explosion entkommen. Mann, das war knapp. Peng! Hoppla. So, bist du jetzt Level 11, oder? Nein, ein Balken davor, habe ich doch gesagt. Ach, naja, gut. Dann müssen wir auf deine Beförderung halt noch ein bisschen warten. Ich habe gehört, wir haben eine neue Mission und der widmen wir uns aber erst in der nächsten und kommenden Episode. Bis dann. Wuff, bam.